Ja, Norbert? Hey, Farud. Ja? Du hast doch letztens gemeint, dieses, wie hieß das? Testosteron oder so? Dieses Testo nehmen, Testokur? Ja, also ich. Was geht, Schäfer, vielleicht. Jo, was geht diesen Bruder? Warte. Kira, wir hängen eh so oft ab. Ich bin gleich da. Bisschen Eindruck schinde oder so. Du willst eine Testokur? Ja. Ja, dann besten am, aber nicht ohne meine Aufsicht, Bruder. Dann musst du aber noch warten, weil ich hab gerade, ich zieh um. Wenn ich mit Umziehen und so fertig bin, dann würde ich dir bei der, würde ich dir ein paar bisschen Testosteron-Dinger besorgen, Bruder. Ja, klar, also das wäre cool. Aber das klappt heute noch, ja? Ja, natürlich, natürlich. Okay, Bruder, dann wirst du mal Zeit, dass du endlich mal zum Mann wirst, Norbert. Ja, Mann, das wird langsam Zeit, ja. Richtig, und wenn dann jemand deine Freundin beleidigt, dann drohst du ihn abzuknallen. Ja, ich drück ihm eine Kugel, dem scheiß Arschwitzer. Bisschen selbstbewusster, Norbert. Ja, verdammt, der wird sehen, der Hurensohn. Na, scheiße, ich glaube, da brauchen wir eine doppelte Kur, Alter, scheiße. Alles klar, ich melde mich bei dir. Ja, okay, Farud, alles klar. Ja, ciao. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so ungesund, oder? Nee, Bruder, schlimmste Fall, wie gesagt, du kriegst keine Kinder, zu kleine Hoden, Haarausfall, Pickel am Rücken, Herzversagen, Nierenversagen, Sterbensrisiko sinkt, Herzinfarkt. Oder vielleicht auch im allerschlimmsten Fall kann es sein, dass du zu Wasseraustrocknung verhungern oder auch verdursten. Vielleicht kann das auch sein, dass du Impotenz und bis vielleicht sogar auch noch, dass du gar nicht mehr Geschlechtsverkehr haben kannst. Aber davon abgesehen gar nichts, Bruder. Aber kein Mundgeruch, oder? Ich hasse Mundgeruch. Nee, das bekommst du nicht. Okay, cool. Ich mach dir jetzt einen Trainingsplan. Der Trainingsplan lautet Brust, Bizeps, keine Beine. Das war's auch schon. Das ist dein Trainingsplan, also jeden Tag Brust, Bizeps. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Jeden Tag trainierst du nur das. Das ist sehr, sehr wichtig. Okay? Du musst gar nicht irgendwie überlegen, da irgendwann mal was anderes zu trainieren. Egal, was dir jemand sagt. Beinetraining oder sonst was. Alles weg, Bruder. Alles weg. Nur Brust und Bizeps. Mehr nicht. Aber so gar nicht Beine. Wir machen dich endlich zum Mann. Was geht? Boah, mashallah. Welche Geräte würdest du empfehlen dafür? Also, Bruder, wir fangen an. Du machst hier, siehst du, die Freihantelstangen. Jeden Tag immer mit Freihantel. Und ganz wichtig, auch einfach, so wie ich, wie du das hier siehst, einfach nicht aufräumen. Einfach auf Boden schmeißen. Da kommt schon jemand, der räumt das weg. Also wirklich, gib dir da nicht die Mühe. Und versuch da irgendwie die Gewichte wieder aufzustellen. Ja. Diese Geräte hier, die sind absolutes Tabu. Auf gar keinen Fall, Norbert, okay? Ah, das sind für Beine, oder? Genau, die darfst du auf gar keinen Fall benutzen. Das ist wirklich, also wenn ich dich da drauf sehen sollte, dann war es das auch mit unserer Freundschaft. Alles klar, als allererstes, komm, ich gebe dir jetzt erstmal die Testopille. Wir sind jetzt soweit, wir brauchen keine Spritze mehr. Wir haben das mittlerweile als Tabletten, komm mit. Das ist jetzt ein bisschen schädlicher für die Niere, aber das passt schon, Bruder. Das ist, vertrau mir, Bruder. Einfach so, ja. Die nimmst du jetzt einfach, du willst vielleicht erste 10 Minuten ein bisschen dich komisch verspüren. Ja. Wow. alles gut, das beruhigt dich erstmal. Atme. Was ist mit meiner Stimme? Alles gut, das ist gut. Die wird jetzt männlicher. Jetzt bekommst du Testosteron, Norbert. Was ist mit meiner Stimme passiert? Ja, siehst du, endlich! Nein, verdammt. Lass es zu kommen. Was ist passiert? Atme ein, atme aus. Jetzt darfst du Galina beleidigen. Das fördert den Testosterongehalt. Beleidige sie ruhig. Das macht dir nichts aus. Schau, ich fang an. Hey, was geht, du Hure? Ja, jetzt du. Galina, verpiss dich, du Schlampe. Ey, das war nicht so gemeint, ja? Doch, das war so gemeint. Das ist wirklich, also das hört sich sehr, sehr gut an. Sehr hast du nicht gehört? Du sollst dich verpissen. Genau, verpiss dich. Hure. Genau, Norbert, das gefällt mir doch, Mann. Let's go. Ja, genau, Bruder. Genau. Genau, Bruder. Sieh. Wow, du spürst. Genau, Bruder, das ist es, Bruder. Willst du so? Ja. Er bekommt langsam Stirnacken. Halt die Fresse, du Hure. Genau, Bruder. Das ist es. Ja, ich spür es.
Sehr gut, sehr gut. Galina, geh mal ein Handtuch bitte holen. Ich meine, geh ein Handtuch holen, du Hure. Ja, genau, Norbert. Genau, Norbert. Das hast du nicht gehört. Du sollst ein Handtuch holen. Das fühlt sich gut an. Das ist der Norbert, der mir gefällt. Norbert im Beast Mode. Gib mir 10 Liegestütze. 1, 2, 3. Alles klar, jetzt noch paar Sit-Ups. Let's go. Norbert, das nächste Mal bitte kein Dupe. Halt die Fresse! Weil, sonst bist du halt. Du sollst die scheiß Fresse halten! Hast du mich nicht verstanden? Ja, perfekt. Weil sonst, stinkst du nicht genug, weißt du? Hast du gehört? Jeden Tag. Brust-Bizeps, jeden Tag. Wir fangen mal bei den Hodges da hinten jetzt an. Du gehst und sagst erstmal, ey, was habt ihr hier im Fitness zu suchen, ihr Hurensöhne? Warte, Bruder, das muss ich mir geben. Ey! Ja, hallo? Was habt ihr hier im Fitness verloren, ihr Hurensöhne? Hey, ich glaube, die Pille ist vorbei. Hey, Leute, das war nicht so gemeint. Hey, Jungs, ich war gerade auf Testo. Ah, Scheiße. Pass auf, vielleicht habe ich mich auch geirrt, weil ich sehe gerade, Testo, wir haben was vergessen. Wir müssen dir noch, du musst noch zum Friseur. Schau mal, Frau Geil kümmert sich um deine Frisur. Mhm. Verpass ihm bitte einen Boxerschnitt, Seiten auf 0, komplett mit Gillette ohne Übergang. Ja, okay, alles klar. Okay. Ohne Übergang? Ohne Übergang, den Übergang ist brauchst du nicht. Ist das nicht ein bisschen radikal? Nein, das ist wirklich gut, Bruder, das kommt gut. Übergang war früher. Okay, verstehe. Übergänge gibt es nicht mehr. Was geht, du Hund? Also eine ganz andere Frisur, ja? Genau. Oh, du riechst nach so Babyschaum. Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch wirklich... Du was, ja? Was sagst du? Der soll da, ja? Ja. Das ist gut. Soll er so einen Bart bekommen? Ja, den Bart kann er lassen. Das sieht wirklich also... ja. Genau, Norbert, das ist wirklich gut. Jetzt siehst du zwar aus wie jemand, der gerne sich da Karotten hinten reinschiebt, aber trotzdem siehst du jetzt ernsthaft... Wie ist das denn gemeint? Ich schieb mir nirgendwo Karotten rein. Du selber, das ist es hier. Sehr gut, sehr gut. Und im Anschluss, wenn die sich fertig geschnitten hat, dann kannst du nochmal auch ganz wichtig beim Friseur oder Friseurin so bedanken, dem du natürlich auch deine körperliche Gewalt auslässt und vielleicht kannst du ihr auch mal einen rechten Haken geben statt Geld. Das machen wir auch immer so in Düsseldorf. Du hast mich geschnitten, du Hure. Genau, das war schon sehr gut. Das war schon wirklich sehr gut. So, und den auch nochmal aus Prinzip, verpiss dich, Alter. Komm mir nicht zu nah. Ich hab dich im Visier. Alles klar, wir gehen weiter. Du musst jetzt was Gangstermäßiges anziehen, so. Wo die Leute wirklich... Ja, so Marken immer gut. Marken sind immer gut. Am Anfang, du genau. Weißt. So Louis Vuitton, Balenciaga. Prada ist gut, ja. Das sieht gut aus. Das ist gut, das nehmen wir. Und die Hose passt, oder? Natürlich nicht, Mann. Was ist das für eine Hose, Bruder? Hose. Hey, das wird Kira bestimmt gefallen. 100%, Bruder. Vertrau mir. Ja, ich vertrau dir, Frau. Ah, zurück. Zurück, ja, na, eins weiter. Ja, genau, warte, ist das die Hose? Ja, das ist die, genau. Die nimmst du in, ein bisschen in graumäßig. Ja, genau, die. Nee, eins, die, ja, genau, die ist gut. Alles klar. Ich würde sagen, das ist es, oder? Und, sag mal einen Spruch, Fari. Was für ein Spruch? Irgendein Anmachspruch. Zum, Flachlegen? Ja. Sag, bei mir zu Hause schläft schon meine Frau. Kann ich heute deswegen bei dir pennen? Ruf Akira an und sag ihr das bitte. Das ist gut, Bruder. Ja, vertrau mir. Meine Stimme. Ey, Galina, bei... Selbstbewusster. Ja. Galina, meine Frau schläft schon. Kann ich bei dir schlafen? Meine, ja, das ist okay. Ist okay. War gut, oder? Ja, ja. Nehmen wir. Ich bin stolz auf dich. Ich rufe die Hure jetzt an. Genau, mach das. Die Hurentochter geht nicht ran. Ja, das ist gut, das ist gut. Jetzt hast du einen Grund, sie später zu schlagen, Bruder. Das ist wirklich das Schöne an der Beziehung. Also wirklich, wenn dir etwas nicht passen sollte, dann darfst du natürlich auch handgreiflich werden und da deine Emotionen rauslassen, Norbert. Das musst du jetzt nicht mehr zurückhalten. Ich glaube, ich schreibe ihr mal eine Nachricht. Genau, schreib, du wirst schon sehen. wir distanzieren uns natürlich, das ist nur im Roleplay, meine lieben Freunde, niemals in echt. Also das dürft ihr nicht ernst nehmen. Das ist Farud, dient nur als zur Unterhaltung. Komm mit, wir machen noch ein schönes Bild. Sein Vorher-Nachher-Bild für Thumbnail. Okay.
So, das ist für Thumbnail. Okay, das war's auch schon. Das passt. Und ganz wichtig, Norbert, wenn dir mal jemand damit jetzt zu sehr den Arsch zeigt, dann kannst du auch ruhig dann einen kleinen Klatscher draufgeben auf den Po, damit sie nichts dagegen haben. Ah, stimmt das, Galina? Natürlich, natürlich. Ja, so hat er mich überhaupt rumbekommen. Das Ding ist, die werden vielleicht erstmal auf Ding machen, ey, das wollte ich gar nicht, was soll das? Ich hab einen Freund, aber das ist alles nur Ausrede. Das ist nur Ausrede. Die wollen alle damit nur was bezwecken, diese Bitches. Pet, hör gar nicht drauf. Ey, Jungs. Moin. Moin, moin, was geht? Moin. Habt ihr Kira gesehen? Kennt ihr Kira? Nein. Kira Summer? Genau. Ja, die kenne ich. Hast du eine Nummer von ihr? Ja, die hab ich. Kannst du sie mal anrufen und sagen... Oder Bruder, steig mal kurz ein, Bruder. Okay. Steig mal ein bisschen ein, Bruder. Steig ein, wir haben auch Süßigkeiten. Alles cool, wirklich? Bruder. Halt deine Fresse, du Hund. Gib dein Handy. Was? Lass dein Handy rüberwachsen. Norbert, nimm sein Handy. Geh mal her, dann. Ja, okay. Ist doch gut. So, hör mal zu. Hast du... Norbert hat dich Ding angerufen. Wer? Kira. Nein, noch nicht. Okay, alles klar. Dann rufst du jetzt Kira an und bittest sie her. Dann kriegst du das doppelte Geld, okay? Kira, wo bist du? Ah, warte kurz. Oh. Warte, was soll hier der ganze Film? Warte hier, du was soll das? Scheiße. Wehe, du bewegst dich. Schießt dir in den Kopf. Alles gut. Kira, guck mal. Der einzige Grund, warum ich nicht normal mit dir rede, ist, dass du mir nicht sagst, wo du bist. Du haust ab, schickst keinen Standort. Was ist los? Wie, warum will ich mit dir reden? Ich verstehe dich nicht. Darf ich mit dir reden oder was? Jungs, ist doch alles gut. Guck mal, Kira. Ich bin auf Testo jetzt. Deswegen bin ich vielleicht, das hört sich an, als ob ich sauer wäre. Ich bin aber nicht sauer, okay? Der einzige Grund, warum ich sauer werde, ist, weil du mir nicht sagst, wo du bist. Tantelli. Wie ist dein Name, du Peach? Danke dir für dein Henry Zimmer. Broke. Henry Hurensohn irgendwas. Henry Broke. Wallah, Henry wie der Broke sich verändert hat. Kira. Kira. Kira! Schick mir einfach Standort. Was ist aus dir geworden? Ich bin so stolz. Bist du nicht auch stolz auf ihn? Ja. Was sagst du? Ja, du Stück Scheiße. Du weißt doch nicht mal, wer der ist. Gut, ich hoffe auch, dass das bleibt, weil oftmals ist die Testo-Nebenwirkung, das ist halt leider nicht für immer, Bruder. Weißt du, was ich meine? Das musste ich schon Jahre... Ich kaufe einen LKW. Das musste jahrelang nehmen. Ich habe da schon mit 2 Jahren nach meiner Beschneidung, habe ich da gleich schon angefangen. Du liegst sehr weit hinten, Bruder. Meine Eltern, die Hurensöhne, hätten mir das gleich geben sollen. Lass sie. Sie steht schon so extra. Warum schlägst du mich? Rede noch einmal. Wie geht's dir? Geh weg von diesem scheiß Auto. Wallah, ich dreh durch dieses Hurensohn-Auto. Was ist mit dem? Ja, der hat Testo genommen, Mann. Das passt alles gut. Der ist ein bisschen was auf... Was für das passt? Der ist auf Testo, Mann. Was hat er jetzt vor? Komm mal am besten mit uns mit. Nein, hör mal auf, mich zu schlagen. Ich geb dir eine zurück, Norbert. Das weißt du ganz rede genau. Rede vernünftig, Mädchen. Rede vernünftig. Ich rede vernünftig. Guck mal, Kira. Norbert, was ist Kira, hör mir zu, wenn ich rede, Land. Aber rede nicht so mit mir, verstehst du das? Warum fesselst du mich? Halt deine Fresse, steig ein, Mädchen. Steig du ein. Du nicht so mit mir, Kira. Hast du mich verstanden? Let's go, steig ein. Nein, ey. Wie nein? Ich schwöre, ich wusste es. Ich wusste es, Bruder. Ich wusste es. Ich wusste es, dass da oben Leute sind. Aber ich hab mir gedacht, wir machen ein bisschen RP am Anakodum. Und die brauchen seit einer Stunde, legen die Leute auf Dächer dahin.